Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, der Marco. Diesmal kann ich es wieder sagen, weil jetzt habe ich mir ja vorgenommen, es wieder ein bisschen regelmäßiger zu machen, nämlich das Drehen von Videos. Und ja, ich möchte mich bedanken für die ganzen Feedbacks und für die E-Mails, die gekommen sind. Und die waren unterm Strich schon echt positiv und ja, zum Großteil auch einfach total nett und sympathisch. Und ja, wenn man größer wird, muss man abgeben können und muss einfach die anderen machen lassen, bis hin zu, nee, wir brauchen dich als Maskottchen, war so ziemlich alles dabei. Und deshalb werde ich mir wahrscheinlich den Rat zu Herzen nehmen, den einer geschrieben hat, nämlich, du kannst es ohnehin nie jedem recht machen. Und deshalb geh einfach deinen ganz persönlichen Weg. So, und mein ganz persönlicher Weg ist, ich habe wieder Lust, ein bisschen Whisky zu verkosten. Und dementsprechend habe ich euch heute einen Whisky mitgebracht von einer Brennerei, die ja geliebt und gehasst zugleich wird. Ich habe euch nämlich mitgebracht einen Whisky aus dem Hause Glenfiddich. Glenfiddich, Glenfiddich, wie auch immer ihr das aussprechen wollt. Und in dem ganz speziellen Fall ist das der Glenfiddich Vintage Cask. Peaty Single Malt mit 40 Volumenprozent. Wir wissen, dass European and Bourbon Casks verwendet worden sind. Und wir wissen, dass dieser Whisky so ein klein bisschen eine historische Zeitreise darstellen soll. Nämlich in die Zeit zurück, wo Glenfiddich Whisky durchaus auch eine leicht rauchige, torfige Note hatte. Der Whisky ist ursprünglich ausschließlich für ein Duty-Free oder für ein Travel-Exklusiv, wie die das nennen, abgefüllt worden. Hat dann im Laufe der Zeit, wie das ja häufig mit diesen Abfüllungen ist, auch den Weg zu den Händlern gefunden. Und die Preise für die Abfüllung schwanken teilweise stark. Also ihr findet zwischen 80 und 130 Euro, könnt ihr alles finden. Und wenn wir schon mal bei dem Thema Preise sind, das läuft zumindest bei uns so, bei vielen Kollegen läuft es, glaube ich, ähnlich. Wir kalkulieren unsere Preise immer mit einer klassischen Marge für uns Whiskyhändler. Heißt, wir nehmen den Einkaufspreis, schlagen die Märchensteuer drauf und legen unsere klassische Marge drauf. Und dabei ist es unerheblich, ob das ein Whisky ist, der in der breiten Masse vertrieben wird, ob das ein Whisky ist, den es nur als Single Cask gibt. Ob der Whisky 20.000 Euro oder 2.000 Euro oder 20 Euro kostet, das spielt bei uns keine Rolle. Wir legen immer diesen klassischen Margenschlüssel an und gucken dann natürlich am Ende auch ein bisschen darauf, können wir diesen Preis denn auch nur ansatzweise auf dem Markt erzielen? Was haben wir davon, wenn wir total teuer sind? Und ja, ihr kauft den Whisky einfach nicht bei uns. Bei dem Glenfiddich habe ich natürlich vorher geguckt, wo liegt der so im Markt und musste feststellen, da sind wir ganz schön hoch im Preis. Aber so what, liegt bei uns bei 117,50 € und ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, es liegt da nicht, weil ich so viel Kohle scheffeln will, sondern weil das einfach der Preis ist, den wir brauchen, um damit arbeiten zu können. Ja, was erwartet euch? Es erwartet euch eine sehr schmucke Umverpackung. Ich kann mal gerade gucken, die habe ich hier hinten hingestellt. Na, komm mal her, krieg dich jetzt aus dem Regal rausgezaubert. So, dup, 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 dup. Und ja, ihr habt ja direkt mein Lager für leere Aktenordner gefunden. So sieht die Box aus. Ich finde, sie ist ja durchaus Schmuck. Kommt entsprechend daher, mit einem kleinen bisschen Inlay, mit ein bisschen Information. Ja, und da ist dann im Normal das halt das Flächelchen drin. Aber was erwartet uns bei dem Whisky? Und dazu muss ich sagen, ich persönlich mag Glenfiddich Whisky häufig sehr gerne. Ich klammer hier mal ganz bewusst den Standard 12er aus. Alles ab dem 15er aufwärts ist für mich, finde ich, gut gemachter Whisky. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, bei meinem ersten Trip nach Schottland war Glenfiddich, glaube ich, die dritte oder vierte Brennerei, an die wir angefahren sind. Und dort wird wirklich busseladungweise die Touristen hingekarrt. Vom alten Greis bis hin zur Mutti mit dem ganz jungen Kind ist da eigentlich alles mit dabei.
Und wir wollten uns die Brennerei überhaupt nicht angucken, weil wir im Vorfeld gesagt haben, ja, das ist ja ein bisschen wie das Phantasialand des Whiskys. Aber was nachhaltig bei mir hängen geblieben ist, als wir da vor Ort waren, musste ich auf Toilette. Und dann bin ich dort auf die Besuchertoiletten gegangen und mich hat fast der Schlag getroffen. Also es war gefühlt ein königliches Thron. Ich habe in Schottland nie wieder so luxuriöse, saubere, komfortable, tolle Toiletten gefunden. Und kann so sagen, mein mit Abstand goldenster Schiss in Schottland war bei Glenfiddich. Ansonsten weiß ich, dass die Führung überhaupt nicht so mies ist, wie man erwarten könnte. Gerade für die, die vielleicht noch nicht so viele Führungen mitgemacht haben. Das kann man ruhig mal mitmachen. Und ja, wie gesagt, die Whiskys finde ich eigentlich durch die Bank weg ganz lecker. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob dieser Whisky da mithalten kann. Und die erste Nase, die ich habe, ist hellfruchtig. Eine schöne Vanillenote. Die 40 Volumenprozent, da bin ich immer ganz ehrlich, bei 40 Volumenprozent tue ich mich selber ein bisschen schwer. Ich weiß, das liegt ein bisschen daran, dass ich einfach im Laufe der Zeit zu viel Whisky getrunken habe. Die 40 Volumenprozent sind mir oft ein bisschen zu wenig. Mir fehlt dann doch das Durchsetzungsvermögen, was so ein Whisky haben, tun darf, soll, muss. Und nichtsdestotrotz, die erste Nase ist weich, samtig, hellfruchtig, gefällig und macht durchaus neugierig auf mehr. Dann wollen wir mal schauen. Extrem mild am Gaumen. Man könnte fast sagen, dünn am Gaumen. Ein ganz klein bisschen Eichenholz. Die hellen Früchte treten ein klein bisschen in den Hintergrund, sind aber da. Die Vanille setzt sich für mich stärker durch. Eine leichte Süße. Die Nase ist gut. Der Gaumen ist gefällig. Für mich persönlich geeignet für Leute, die eigentlich gar nicht richtig Whisky haben wollen, sondern für die es extrem mild und weich sein darf, wo möglichst keine Ecken und Kanten sind. Jetzt kommt eine leichte Wärme nach. Das Ganze hat ein schönes Geschmacksmuster. Ich habe genau das Problem, was ich gerade beschrieben habe. Die 40 Volumenprozent reichen mir vom Charakter, von der Intensität her, mir persönlich nicht. Ich würde den Whisky deshalb als ein Whisky bezeichnen für Leute, die es ganz weich und mild mögen, für Einsteiger geeignet. Und dann kommen wir an den Punkt, ne, 117 Euro oder 117,50 Euro für einen Einsteiger-Whisky. Das Finish ist alles andere als lang. Ich würde es als kurz bis mittel bezeichnen. Der Nachgeschmack, der da ist, ist lecker. Ja, schade eigentlich. Eher unspektakulär und dennoch weit weg von einem Whisky, den man nicht trinken kann oder der nicht lecker ist. Aber wenn ich ehrlich sein soll, so still und leise habe ich gedacht, wenn der Whisky dreistellig ist, auch wenn ich natürlich weiß, dass wir den über den Sekundärmarkt besorgen und er dadurch ein bisschen hochpreisiger ist, der Preis hat nicht nur was mit der Umverpackung zu tun, sondern auch mit dem Inhalt. Und ja, in dem Sinne, wir haben den natürlich im Laden offen, kommt den gerne probieren. Bildet euch eure eigene Meinung. Vielleicht bin ich heute zu kritisch gewesen. Ich persönlich würde sagen, das war jetzt nicht das absolute Highlight, aber immer noch ein guter, trinkbarer, milder, gefälliger Whisky. Ja, und in dem Sinne, schöne, liebe Grüße aus dem Hinterzimmer. Gehabt euch wohl und bis die Tage. Euer Marco. Ciao.